Während einer Radtour durch meinen Heimatbezirk Berlin-Spandau verweilte ich kurz auf der Schulenburgbrücke und blickte auf den Südhafen. Hier konnte ich einem Spitzenprodukt der DDR-Wirtschaft bei der Arbeit zuschauen. Hergestellt wurde dieser Kran beim VEB Kranbau Eberswalde im VEB-Kombinat Tagkraft. Tagkraft ist die Abkürzung für Tagebauausrüstungen, Krane und Förderanlagen. Der Stammsitz und die Kombinatsleitung waren in Leipzig. Der Kranbau Eberswalde hat eine bis 1902 zurückgehende Geschichte, als die Firma durch den Ingenieur Adelt gegründet worden ist. Nach 1945 wurde das Eberswalder Werk enteignet und verstaatlicht. Nach der Demontage und dem Abtransport in die Sowjetunion erfolgte 1948 der Wiederaufbau als VEB Kranbau Eberswalde. Die DDR konnte mehr als Trabant- und Plastikeierbecher. Diese Krananlagen wurden in die ganze Welt geliefert. Ob in Heraklion auf Kreta oder in Rio de Janeiro, ob St. Petersburg oder Hamburg oder wie hier in Berlin, sie drehen sich bis zum heutigen Tage. Nun gut, das war's dann auch schon wieder. Ich schwinge mich auf den Drahtesel und fahre weiter zu den Tiefwerder Wiesen, um die Wasserbüffel zu verhaften. Der Akku meiner SJ4000 ist leider schon leer, aber was soll's. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich. Tschüss und bye bye, hier aus Studio B, euer Tomcat.